Die Kacheln werden an Metallwinkeln, die am Ofenkorpus angeschraubt sind, aufgehangen. Um ein einheitliches Fugenbild zu erreichen, können die Metallwinkel in der Höhe verstellt werden. Auf der Rückseite der Ofenkacheln befinden sich taschenförmige Aussparungen, mit denen die Kacheln auf die Metallwinkel am Ofenkorpus gehangen werden. Beginnen Sie, den Ofen von unten nach oben, zunächst mit zwei Reihen geraden Kacheln zu verkleiden. Über die zweite Kachelreihe bringen Sie nun zwei gebogene Kacheln mit Lüftungsschlitzen an. Verkacheln Sie die andere Seite des Kaminofens auf die gleiche Weise. Auf dem Ofenkorpus befinden sich zur Justierung und zur besseren Auflage der oberen Kacheln vier Gewindestifte. Zum Schluss legen Sie die beiden Einlegekacheln in das Warmhaltefach. Der Kaminofen verfügt über einen Sekundärluftregler oberhalb der Holzlege und einen Primärluftregler in der Feuerraumtür, die entsprechend der Bedienungsanleitung betätigt werden. Vor jedem Nachlegen von Brennstoff befördern Sie die Asche mit Hilfe des Rüttelrostes in den Aschekasten. Wir bedanken uns für das Vertrauen, das Sie dem Hause Haag entgegengebracht haben und wünschen Ihnen nun viele behagliche Stunden am wärmenden Kaminfeuer. Wenn unsere Leistung und unser Service Sie überzeugt haben, freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen.